Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video und bei Empower Your Ride. Was ist Empower Your Ride? Wisst ihr noch gar nicht, aber ist auch nicht schlimm. Am Ende des Videos werde ich euch ein bisschen mehr dazu erzählen. Und heute geht es um das große Problem Nackenschmerzen beim Mountainbike-Fahren. Wie ihr wisst, hängt das natürlich auch viel mit der Fahrtechnik und der Haltung auf eurem Lenker zusammen. Aber was, wenn es schon zu spät ist und ihr einfach ein bisschen was dagegen machen wollt? Ich zum Beispiel habe sogar einen Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule und schaffe es mit wenigen Übungen, schmerzfrei zu sein und symptomfrei sogar. Wenn ich diese Übungen allerdings nicht so oft mache, habe ich noch mal so meine Problemchen. Und genau dieses Workout, was ich auch für mich mache, zeige ich euch heute mit der Michi zusammen. Ich werde Michi immer korrigieren, dass ihr das gut erkennen könnt. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Let's go! Okay, die erste Übung ist eigentlich ganz einfach. Wir starten in Bauchlage auf der Matte. Das heißt, du gehst einfach einmal in Bauchlage, legst dich ganz entspannt hin, nimmst die Stirn auf die Matte. Dadurch ist automatisch dann hier schon die Halswirbelsäule gerade. Jetzt nimmst du die Arme lateral zur Seite, das heißt, du streckst sie zur Seite und rotierst einmal so die Hände, dass die Daumen nach oben zeigen. Sehr gut. Von hier nimmst du jetzt entweder, wenn du jetzt sagst, okay, statisch ist mir das jetzt schon hardcore genug, dann rotierst du einfach nur die Daumen nach oben und lässt es erstmal so. Genau, das ist die zweite Übung. Das heißt, jetzt macht sich schon die Wiederholung. Dadurch hat man hier ein kleines Training der hinteren Schultermuskulatur. Die Schultermuskulatur ist hier in drei verschiedene Parts aufgeteilt: vorderer, mittlerer, hinterer. Und der hintere ist auch so einer, der sehr, sehr verkümmert ist. Außerdem hier Rotatorenmanschette, das sind so die Problempunkte der heutigen Zeit, weil wir viel sitzen. Und da tatsächlich ist das auch ein Muskel, der beim Mountainbiken einfach viel zu wenig trainiert wird. Wir sind viel hier, wie so, als ob wir Liegestütze und Squats auf dem Fahrrad machen. Und Rückenübung machen wir eher weniger. Übung Nummer zwei wäre, wir nehmen jetzt die Arme in eine U-Position, das heißt die Hände nochmal anheben. Genau, Stirn bleibt Richtung Boden immer. Jetzt beugst du die Arme, U-Position, genau, Rotation nach hier. Und jetzt rotierst ihr hier nach hinten. Genau, schön langsam, nicht zu schnell. Und am Anfang habt ihr hier vielleicht nur so einen ganz kleinen Radius. Aber desto öfter ihr das macht, desto weiter werdet ihr kommen. Dadurch zieht ihr hier die Schulterblätter nach unten und ihr schafft es, nach und nach wieder die Schulterblätter nach unten hinten zu ziehen. Dadurch, dass ihr diese Rotation habt, trainiert ihr einfach hier den Muskel, der dafür zuständig ist, die Schulterblätter nach unten zu ziehen. Okay, du kannst kurz Pause machen. Leg deine Hände ruhig so, dann kannst du den Kopf drauf abstützen. Weil das Wichtigste ist, wenn ihr diese Übungen trainiert, dass ihr euch genug Pause nehmt. Wir wollen auf keinen Fall, dass der Nacken hier einfach komplett verkrampft und ihr total fertig seid und mehr Schmerzen danach habt als am Anfang. Macht diese Übung nach Gefühl, das heißt, ihr macht so viele Wiederholungen, wie es euch gut tut, und so viele Sätze, wie es euch gut tut. Die nächste Übung ist, du kommst einmal in eine Sitzposition, sitzt auf deinen Fersen, genau, legst die Hände einmal so zusammen, zack, zack, so, und legst die hier hinten ans Ende deiner Halswirbelsäule. Ja, jetzt hast du die Daumen unten, den kleinen Finger ans Ende. Ja. Von hier, jetzt ist das hier ist die geöffnete Position, rollst du dich nach unten ein, schließt dabei die Ellbogen,
Kinn geht zur Brust und du rollst dich nach unten rein, dass sich die Wirbelsäule hier rundet. Wichtig ist, ohne Zug, das heißt ohne Kraftaufwand, einfach nur entspannt einrollen und aufrollen. Beim oben aufrollen, die Ellbogen wieder öffnen und wieder nach unten rollen. Wichtig ist dabei, immer gerade zu gucken, nicht rechts und links und verdrehen und so weiter. Und drückt dann praktisch hier hinten den Kopf wieder in die richtige Position. Und dann noch eine letzte Wiederholung. Und wieder aufrollen und einmal locker entspannen. So, durch diese Übungen werdet ihr schon einerseits die Halswirbelsäule ein bisschen entlasten, die Muskulatur kräftigen, die dafür da ist, dass man wieder eine gute, vernünftige, gesunde Haltung hat. Und ich gebe euch jetzt noch eine ganz, ganz einfache Übung. Die sieht ein bisschen doof aus, aber die könnt ihr überall machen. Und zwar ist das die, dass ihr einfach nur, egal wo ihr seid, ihr könnt sitzen, stehen und ihr schiebt einfach nur einmal das Kinn nach vorne und wieder nach hinten. Und praktisch auf, wie auf so einem Teller hier, nach hinten und nach vorne. Wobei das nach vorne schieben nicht mit Kraft passieren soll und das nach hinten schieben, da soll so ein bisschen die Kräftigung stattfinden und das nach vorne schieben soll eher so das Entspannen sein. Diese Übung, alle in Kombination, ergeben so das Training, was ich eigentlich jede Woche mache, um meine Halswirbelsäule so ein bisschen zu entlasten und meine Nackenschmerzen zu verbessern. Diese Übung mache ich manchmal jeden Tag, wenn ich mich gut fühle im Fitnessstudio, manchmal aber auch nur jeden zweiten, weil wir natürlich auch die Regenerationsphase mit einberechnen müssen und wir wollen natürlich nicht einfach in Übertraining kommen. Dann haben wir das Gegenteil erreicht, sondern wir wollen einen Reiz setzen, dann kommt die Superkompensation, dann werden wir besser und dann beim nächsten Mal ist unsere Reizschwelle höher, wir sind stärker geworden und wir setzen den nächsten Reiz darüber. Wenn wir aber keine Pausen machen, dann haben wir das Problem, dass einfach diese Superkompensation, die findet nur in der Erholung statt. Wenn wir keine Erholungsphasen haben, ist Feierabend, werden wir auch nicht besser. So Leute, ich hoffe, das kurze Video hat euch gefallen zum Thema hier Nackenschmerzen. Das ist genau das Training tatsächlich, was ich auch mache. Und jetzt denkt ihr aber, was haben wir jetzt hier überhaupt für Klamotten an? Was soll jetzt der Kram? Ich habe ja vor einer gewissen Zeit, wie lange ist her? Ist schon lange her, eine Umfrage gemacht. Und da haben viele von euch mitgemacht und viele haben das Problem geäußert, dass sie körperlich irgendwie eingeschränkt sind, nicht mehr so fit sind, älter werden und das Gefühl haben, boah, ich kann das Hobby nachher nicht mehr so lange ausüben. Und um diesen Sachen entgegenzuwirken, habe ich einen Online-Kurs erschaffen, der nennt sich jetzt Empower Your Ride, beziehungsweise das ganze Konzept heißt so, dass es kombiniert mit Fahrtechnik, Krafttraining, Mobilisationstraining, Dehnung, HIIT-Training, Trainingsplan erstellen, das heißt, du lernst wirklich im Endeffekt von vorne bis hinten, wie du dein Training selbst konzipierst, welche Übungen du machen kannst, egal ob zu Hause oder im Fitnessstudio, es spielt gar keine Rolle, es geht beides und wie du dann halt am Ende des Tages möglichst lange dieses Hobby ausüben kannst. Richtet sich nicht an Racer oder sowas, das wäre nochmal eine andere Nummer, sondern es richtet sich wirklich an einfach die normalen Mountainbiker, die aber ihre Beschwerden haben und einfach keinen Bock haben, in ein paar Jahren vielleicht so viel Beschwerden zu haben, dass sie mit dem Hobby aufhören wollen. Oder es richtet sich auch an die Leute, die sagen, ey, ich möchte nicht nach 2-3 Runden Bikepark platt sein, sondern ich möchte möglichst lange viel fahren, weil die Lifttickets sind so teuer geworden. Genau für die Leute ist das Ganze. Wenn euch das interessiert, Link in der Beschreibung abchecken. Da findet ihr die Internetseite, dann findet ihr alle Infos und könnt euch das Ganze mal anschauen. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Würde mich freuen, wenn wir uns in dem Online-Kurs sehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.